Hallo, hallo! Da sind wir wieder in einer Wooden City Folge. With me, Brandon. Und in der letzten Folge, die Andi aufgenommen hat, habe ich hier kleine Steinofen. Zeugs an. Tschüss. Und ja, die Kohleblöcke sind jetzt versaut, weil ich keine Cobblestone mehr zum so Nachschub geben. Ich habe gesagt, ich hätte es nicht sollte geben. Was du auch nicht gehen weiss, aber es hat nicht gebracht. Ich muss schnell mein Licht anmachen. Oh mein Gott, dann muss ich das Licht anmachen. Ja. Was mache ich da? Okay, es ist ja schon fertig. Dann mache ich gerade mal. Ich bin wieder da. Es tut halt wieder, bis ich wieder zurück bin in meiner Villa. Bist du weg gewesen? Boah, die Musik ist zu laut, Entschuldigung. So, ich hab jetzt das Gefühl, die Musik ist ein bisschen riesiger geworden, man weiß es nicht. Okay, dann machen wir so, zack. Boah, ich hab einfach so viel. Tschüss. Okay, heute in dieser Folge, Andi. Ja, was ist das? We want to talk about. Als so ein Thema. Gravel ist da. Ja, also über das Thema Gravel. Dann kann ich mir abfallen. Reden wir über das Thema Gravel. Meine Damen und Herren. Könnt ihr über die Aussprache reden von Gravel? Also Gravel, wie Sie sicherlich wissen, meine Herren und Damen. Boah, ich finde einfach nicht, ich grab mich da rein. Besteht aus kleinen Kieselstein. Gravel, mit zwei Ehen. Genau. Boah, wieso ist da nichts aus der Dirt und Gravel? Boah. Andi, komm, sag jetzt. Really? Sag's jetzt. Seriously? Oh mein Gott, mein Englisch tut da, ist wieder gut. Ja, es stirbt. Alle Engländer, disabo. Man nimmt noch viel vor. Ah, ich habe Goldpunkt. Mann, nicht lustig sein, aber egal! Haha! Lustig sein. Scheiße, nein! Oh, ich hab das Schild abgebaut, bin an der Mob, weil ich das ganze Wasser raus. Nooooooi! Scheiße. Was nennt man? Gayness. Boah, falsche Ort. Boah, du bist einfach Gayness, okay? Nein. Doch, bist behindi. Das weiß ich. Aber dass du gay bist? Wenigstens gehst du es zu. So, ich bin halt der Soziale hier. Mich lüge nicht. Hauptsächlich habe gerade viel random AA geschrieben. AA. Aber jetzt haben sie wieder abgehört. Ach so. Nein, so. Andi, wenn du AA schreibst, dann. Okay, ich muss dich kicken. Wir sind doch kinderfreundlich. Boah, ich hab gespart mich. Boah, ich fick dich. Was ist denn mit kinderfreundlich? Habe ich etwas gehört von kinderfreundlich? Nein, wieso auch? Boah, wenigstens bin ich nicht so hart. Ich schreibe einfach AA in den Chat, weißt du? Das ist wirklich ein harter Stoff. Aber nein, der Andi schießt drauf. Ha, ha, ha. Es ist gerade schon wieder, so ein hässliches Lachen, will auch kein Mensch. Andi, nochmal. Schon wieder, jetzt redest du wieder von einem Scheißdreck. Was? Ja. Jetzt tust du wieder Scheiße. Okay. Ja, jetzt gerade nochmal. Andi, einmal eine Scheiße tönen und dann. Was denn? Jetzt hast du mich aufgekriegt. Wenn du immer ausfliegen würdest, wenn du mich aufregst, dann wärst du nie auf dem Server. du regst mich aber nicht auf, du bist einfach nicht kinderfreundlich. Wieso bin ich nicht kinderfreundlich, wenn ich hässliches Putzmittel gesagt habe? Nein, wegen deiner Stimme. Ja. Nein, Spaß. Die Üs sehen leicht scheiße aus. Was? Nein, die Üs sind geil aus. Vor allem, wenn ich sie schreibe. Ich habe jetzt gerade Effizienzli-Spitzhacke in der
in der Hand. Und bald, wow, jetzt musst du bremsen. Ja. Boah, wer hat da ein Ding? Wieso ist da ein Loch frei? Mann, weiß es nicht. Ich weiß doch nicht, weil du gestürzt bist. Weil du einfach scheiße bist. Ja, genau, du bist scheiße. Ah. Also eigentlich, wir sind kinderfreundlich. Jo, also ich bin doch nicht der. Hast du dich geirrt, gell? Also ich weiß nicht, aber ich bin nicht der, wo einfach AA in den Chat schreibt. Also. Entschuldigung, aber. Das ist ein Huhn. Nein, das geht nicht. Hä? Das ist ein Huhn in der Höhle. Hast du gesehen gerade nochmal? Bist du dumm? Weißt du, Kinder müssen auch wissen, Hühner werden immer in schöner Freilandhaltung züchtet. Das ist ja freiwillig da drin. Nein, ja, freiwillig bist du einfach reingezwungen, bist du einfach reingeschissen, oder? Ja, also, ja. Wir sind in dieser Höhle, wo die Hühnermafia lebt. Oh, Hühnermafia, oh, und schon wieder ein Kind unfreundlich. Bist du dumm? Die Mafia ist ein ganz böses Wort, das sind so böse Menschen auf dieser Welt, die einfach eure My Little Pony Stuffs graben. Ah ja, aber oh, My Little Pony. Irgendwie im September. Und ist, kommt fest. Pony-Festival, da muss er unbedingt kommen. Ja, genau. Im September ist in der Schweiz das zweite offizielle My Little Pony Festival. Und also der Ghost, gell? Ja, wieso nicht? My Little Pony! Jetzt habe ich das also gemacht, ich bin schon jetzt zum dritten Mal rumgelaufen. Geil. Heidomatico. Ich habe mein ganzes Inventar voll Holzschist. Ich weiß nicht, was ich so raus tue. Schön! Aber ich nehme einfach alles mit. Das hört man immer wieder gern. Was? Dass du gay bist. Ich jetzt wieder angekommen. Nein, machst du einen Timer? Hast du Time, Bro? Boah, jetzt habe ich Schwert nicht mehr wieder aufgebaut. Boah, ist mir doch scheißegal. Ich Schwert mit aufgenommen. Was Timer? Ja? So, ich mach glaube, ich kenne das verdammtes ein Schild, wo anders stehen. Ey, du, ich komme diese Schießtür nicht. Danke. Bitte. Ich sag nicht zu dir danke. Boah, dann fühlst du Eigensprüche. Sorry, aber. Oh, nein, ich habe nicht. Was? Eigensprüche? Eigengespräche. Heißt das? Selbstgespräch. Eigengespräche. Selbstgespräch. Willst du mir widersetzen, dann kriegst du gerade wieder einen Kickslap. Schau, ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht einstecken. Er muss immer du musst recht, immer nicht, du musst mich nicht widersetzen, dann geht alles. Du musst mich nicht widersetzen. Nein, auf der Map die Höhlen, die nicht ausgeleuchtet sind, sind ja hell. Was sehen wir die gar nicht? Du siehst sie einfach dunkel. Also du hast zum Beispiel einen Zombie, aber der wird. Aber das ist nicht in der Höhle. So auf der Map. Ja, dann ist aber. Aber irgendwo müssen wir schon in einer Höhle sein. Aber es ist nicht. Also sprich, die Map bringt es nicht. Hast du jetzt den Timer gemacht? Jo. Gut, okay. Ich bin schon wieder Level 11, weil ich einfach die ganze Zeit einfach am Ofen XP krieg. Aha. Ich bin Level 24. Und ja, ich glaube, ich habe mich verirrt. Apropos Falk 100, also wer es jetzt bis jetzt immer noch nicht gecheckt hat, das ist einfach nur eine kleine Verstreckung, dass man dann 100. Folge. Ich kann nicht ein bisschen vorbereiten. Sollte mir schon sagen, was es da geht? Hast du? Ja, du musst sagen, wieso. Wieso? Also, das ist deine Idee gesehen? Ja, das ist schon meine. Boah, Enderman, Creeper! Boah, ich kämpfe gegen Creeper und Enderman. Wow. Boah, Alter, ich darf mit meinem geilen Schwert angreifen, weil sonst einfach. Nein! Oh, Alter, der Enderman ist einfach OP. Oh mein Gott, jo, und Andi redet einfach nicht. Andi! Ja, Enderman ist OP. Das habe ich mitbekommen.
Freezen. Hä, wo ist jetzt der Schiss? Hä, wo ist der jetzt? Ah! Ah! Der hat sich. Das Arschloch hat sich einfach. Meine Erde grabbt. Die, Motherfucker, die. Motherfucker, die. So, dann müssen Lava sehen. Ich habe Kohle gefunden. Wo ist. Jo, jetzt ist dein Schiss Enderman weg. Boah, Andy. Boah, du bist da. Boah. Boah, sorry. Boah, wo ist der Lava? Ey? Boah, der scheiß Zombie hat sich einfach die Enderperle gemobbt. LOL. Ja, LOL. Was? Was? Oh, so geil. Andy? Andy? Was? Ich habe aus einem Entermann 4 Enderperlen rausgequetscht. Hm? Weißt du so? Gut, nein. Ich habe Looting 2 und einem Looting kriegst du immer doppelt so viel. Und dann hat zuerst mal den Enderman geklatscht. Und dann hat der Zombie hat die 2 aufgenommen und dann hat er gerade noch. Also nicht den Zombie geklatscht. Alter. Oh ja. Was wirf ich aus? LOL, einfach 4 Enderperlen. So geil, aber so ein Kassano nie gehabt. Ah ja, und Zombie und der Kübel droppt auch zwei TNT und zwei TNT. Also zwei irgendetwas. Undefinierbares Teil. Gunpowder heißt das Ding. Undefinierbares Teil. Das Ding heißt Gunpowder und ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Ja, weißt du, hauptsächlich, wir haben hier 4 Dinge. Jo, welches Spacko? Weiß ich nicht. Da kommen wir mal. Er weiß es nicht. Boah. Egal, das soll ich jetzt so stehen. Jetzt schießt es mich an. Jetzt bist du jetzt gegangen. Boah, wir haben sicherlich so viele. Wir haben sicherlich einfach so viele. Ja, Pigmen in der Hood. Wir haben 3. Jetzt nicht mehr. Wir haben einfach 3 Eisentüren. Ich weiß. Also nein, ich weiß es nicht. Aber jetzt weiß ich. Jetzt? Jetzt sind es nur noch 2. Ja, weil ich mir eine gegrabt habe. Das Problem beim Lager, man macht aber Zeug drin, wo man nicht braucht. Und jetzt Moment, wir haben noch 3 Eisenspitzhacken und 2 Äxte in der Schaufel. Aber jedes Mal, wenn du etwas brauchst, machst du neu und welche Lappen hat Schlabels in die Werstekiste rein nicht schießt. Man weiß es nicht. Ich weiß aber, wer es ist. Also ich schon. Ja, also du, also weißt du, wieder so asoziale Vorurteile? Ich bin mir ziemlich sicher. Das heisst asoziale Vorurteile? Ja, fühlst du dich angesprochen? Nein. Ja, man hört. Ja, nein, aber. Alter, wie viele Creeper? Schon tausende Mal. Wie viele Creeper da sind? Schau mal auf die Map. Irgendwann macht es einfach BAM. Nein, ich kann Ding nicht da. Das sieht hässlich aus. Weißt du, ich weiß jetzt, irgendwann macht es einfach BAM. Und dann die is blowing up to the creeper now. Weißt du was? Was? Wieso so der Creeper? Nimmst du den Morph Mod oder was? Der Morph Mod, ey, aber nicht den Spawn. Aber da kannst du nicht blowen. Hä? Da kannst du nicht abblowen. Ja, es muss eigentlich schon jetzt ein bisschen sagen, muss es bei der Kunde gut. Nein, komm, sagen wir es nicht. Musst du wissen? Nein, du musst auch wissen. Du bist auch ein guter Medienmittel. Aber ich habe vollkommen nicht geplant. Aber du bist genau gleich viel beteiligt wie ich. Okay, nein, ich habe geplant. Ich musste Luft verschwenden, dass ihr, um mit euch zu reden. Hätte nicht müssen sein, man hätte auch etwas anderes können machen. Nein, das ist cool. Also ich finde es geil. Ist ein bisschen aufwendig. Ja, eben. Aber ist trotzdem geil. Ich finde eben so, also das war jetzt als Vollkundengrund. Boah. Finde ich, sollte ich nicht als irgendwie ein Vollkunden von einem Let's Play sein, sondern einfach so ein Special Video. Nein, also ich finde. Weil es eigentlich nicht mit dem Let's Play zu tun hat. Ja, aber es muss auch nicht mit dem Let's Play zu tun sein, es muss einfach geil sein. Das finde ich jetzt, weil ich kenne viele YouTuber, die einfach
Eine Runde wie viel sind es? Eine? Oder von mir geht an und hört mich angerufen. Nein, du Fari. Wo einfach viel, also Hunderte. Boah, verpiss dich, du behinderte Spinne. Hunderte Specials gemacht hat, wo einfach nur geil sind, aber nicht unbedingt mit dem regulären Let's Play zu tun hat. Weil ich finde, das muss auch nicht sein. Es muss einfach nur mehr mal etwas anders sein als. Boah, irgendetwas anderes. Es muss einfach geil sein. Es muss einfach mal etwas anders sein. Einfach okay. Geil. Und ja. Es muss einfach geil sein. Hoffentlich wird es geil. Berückter. Aber ich weiß nicht, ob es geil wird. Ich hoffe, es wird geil. Ich hoffe es. Und dann. Hoffen wir mit ihm. Du hoffst nicht, Digga. Du musst schauen, dass die Hoffnung wahr wird. With me. Und im Flavicho. Und im Flavicho. Aber der passt gerade voll ins Video. Was? Kannst du eine Real-Life-Aufnahme machen? Okay. Das nächste Mal I send eine Real-Life-Aufnahme. Mit Facecam. Ab 10.000 Likes. Ab 10.000 Likes machen wir Facecam rein. Ja, also ich wäre. Aber das gilt nur, bevor das nächste Wooden City Video kommt. Oh, nein, Spaß. Ja, so in 5 Jahren setzen. Das heißt, in 5 Jahren kommen keine Wooden City Let's Plays mehr raus. Willst du mich verarschen? Nein. Können die grossen Bäume nicht einfach so wachsen? Doch, aber ein Spock hat irgendwie nur mit 3 Jahren hier. Also ich habe 4 Ahnen hier gehabt. Jo, es sind aber nur 3 dort. 2, die nicht ausgewachsen sind, an einen grossen. Ja. Naja, jetzt habe ich nicht so anders mit einem Ahnen geplatzt. Boah, einfach geil. So. Ah. So. B. Was B? Du hast. Ah! Ich hab B! Ja, ich hab gerade gehustet. Geil zu husten. Ah! Ich hab mich gemutet. Ja, ja, ich kann mich das nächste Mal schon voll ins Mikro husten, weil ich kaputt bin. Danke. Willst du ein bisschen Hi-Dye spielen? Nein. Ja, hast du schlecht gemacht. Dann machen wir. Ich glaube, die Folge ist zu lang, oder? Nein, nur 6 Minuten. Hä? Nur 6 Minuten. Okay. Boah, ich bin einfach wieder produktiv, hä? Wow. Ungläublich. Einfach ungläublich. Ja, ungläublich. Das ist eigentlich eben auch so. Ich weiß aber, weißt du, wenn ich mal meine Ausrüstung mit den 2000 Diamant besetzten Spitzhacken endlich mal habe, dann. Erst dann werde ich produktiv. Apropos hochnäsig und meinerhaft, das sehe ich an dem Konzert, hat sich auch mega gemeint, oder? Du möchtest gerne nicht schon, aber. Ja. Ja. Toll. Toll, hä? Toll. Du riechst es. Nein. Doch, schon ein bisschen. Ich? Ja, jetzt gerade. Wieso? Wegen dem Ding und wegen dem Konzertzeug, weißt du? Du hast sogar gesagt, wir können das ansprechen in der Folge. Leute! Jo, ich nein, das nein, müssen wir, Leute! Das müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Boah, jo, nur, jo, nein, du ganz genau weißt, dass du einfach ablöst und es genau weißt, dass du es gesagt hast. Ich weiß schon, dass du es gesagt hast. Aha, ich will aber kein Sau draus kommt jetzt. Eigentlich habe ich es auch nicht ernst gemeint. Jo, komm, jetzt ist jetzt, jo, jetzt. Jetzt ist too late. Nein, jetzt musst du dich da nicht wieder rausreden. Ich habe es nicht ernst gemeint. Das scheint sich nicht mehr. Das glaubt mir dir nicht, Mandy. Okay, den glaubst du es halt nicht. Okay, und für das nicht glauben kann ich eine Kamera-Kick verlangen. Ist du eigentlich dumm oder so? Also jeder Kick kostet 5 Rappen ab jetzt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Es sagt ja niemand, dass du mich kicken musst, also. Es sagt niemand, dass du der Boss bist und sagen, wie viel was kostet. Und ja. Ohne faire Abstimmung. Ah ja, apropos Abstimmung und von den Medien. Wir führen keine Demokratie, sondern wir führen
eine absolute holzige Demokratie. Ja, wir sind schon Folge 100. Ja. Das heisst? Das heisst, wenn zwei der Fürsten hätten, hätte der dritte abgelöst, oder was? Nein, eben nicht. Das ist eben ganz normale Demokratie. Das heisst. Ja, eben, aber ich kann. Also, nur zum Sagen, ich bin nicht der Fürst. Okay, jetzt ist angefangen. Also, er ist nicht dafür gewesen. Jetzt, meine Damen und Herren. Jetzt bitte ich euch um vollste Aufmerksamkeit und vollstes Verständnis. Das glaubt mir der Fall. Also, er ist eigentlich primär dagegen für meine und Fabio seine Idee für eine vollkundete Welle. Jetzt uns! Einfach zu faul ist! Weil, ich habe gesagt, es ist einfach, es ist so. Ja, es ist aber. Andi, ich mute dich sonst. Es ist ein very important, es ist very anstrengend. Also, ja, anstrengend. Es fordert halt ein bisschen. Es ist very mühsam. Es fordert halt ein bisschen Minuten mehr Arbeit. Aber ich denke so natürlich, so sozial wie ich bin. Und einfach unsere geile Wuten. Eine holzige Community über alles liebt, denke ich mal, habe ich mal ein geiles Special 100 Folge Video raus. So geil, und ganz sofort geiles, eine geile Idee eingefallen und alles blablabla. Und dann kommt Andi, da muss man ja etwas schaffen, ich bin zu viel für das, lass mir ein Dislike auf das, auf den Plan machen. Und deswegen ragest du jetzt hier ab, weil du meint, seine Stimme ist jetzt nicht fair behandelt worden. So. Boah, jetzt habe ich das Bild schon das zweite Mal weggeschickt. So, jetzt. Das sollte so sein. Okay. Aber. Jetzt wüsstet's! Ja, ist gut, jetzt wüsstet's. Aber ich meine nur, du hast gerade gesagt, es gibt keine Demokratie, das heisst, dass wir alle dafür sind, dass etwas gemacht wird. Also, ich bin dagegen gewesen und es wird trotzdem gemacht. Also, okay, also, neue Regeln. Das zählt nur, wenn Angehörige einen guten Grund hat, wieso es scheiße finde. Du kannst nicht einfach irgendetwas von irgendjemandem oder irgendetwas sagen, scheiße finden, wenn du keinen richtigen Grund hast. Das ist kein Thema fürs Let's Play. Natürlich ist es aber spannend zum Zuhören. Ist gut. Nein, das ist spannend. Ist gut. Boah, wenn du Probleme hast mit meinen Themen, dann gang ab den Skype-Kampf. Okay, bye. So, jetzt. Dann weißt du aber nicht, wenn voll fertig ist. Boah, ich hab gesagt, bye. Dann weißt du aber nicht, wenn voll fertig ist. Andi. Ich dachte, du willst nicht mit mir reden. Ja, ich will auch nicht mit dir reden, aber sonst ist. Hast du gedacht, ich leide wieder an und hast auch nicht gemacht? Nein, ich habe die ganze Zeit weiter geredet. Aber nicht langsam denkt, in der kleinen, auf Vollspock, wenn der Erfolg gefehlt wird. Und dann kann ich dich wieder anrufen. Entschuldigung. Also der Fuli auf dem Server. Wo jetzt von Zeug bauen ist, bist definitiv du. Die jetzt die letzte Erfolg gesehen haben, die wissen, dass ich da nicht Erfolg gewesen bin und dann hast du jetzt so einen derben Drischiss gekriegt, Andi. Weil ich so einen geschissen. Das stimmt. Du machst einfach. Schau mal dein Haus an! Boah, du weißt nicht, was ich. Du vergleichst mit meinem und Fabio Seis. Nein, Fabio Seis musst du nicht vergleichen. Das bringt es nicht. Ja, du musst einfach mal schauen, was ich in der Erfolg gemacht habe. Ja, ein scheißer Keller, der nicht zum Haus gehört. Ja, und jetzt bin aber ich bin trotzdem produktiv gewesen. Und ich bin nicht faul. Das bist einzig und allein du. Nein, das macht nicht so an. Eben, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, dass das heikle Thema mit dem. Das heikle Thema mit dem Herr Piep! Wenn wir da nicht weiter ansprechen, weil Sie ganz genau wissen, und auch der heutige Herr, dass er einfach abgefehlt hat, weil er einfach zu voll ist. Oh, nicht Glück gehabt. Ich kann jetzt gerade. Ich will das richtige Bild wieder wegschlagen, aber es hat nicht funktioniert. Oh, Schwenker. Jetzt muss ich schauen, ich komme der Brand vorbei, es ist einfach weg. Okay. So, lasst eine positive Bewertung da und vergesst nicht, abonnieren, gut überstudieren, während ich hier das Bild von Andi wegbriefe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bye.